Nach circa einer Minute ist der Blogartikel fertig geschrieben. Das liest sich sehr, sehr gut. Das ist ein riesengroßer Blogartikel. 8.372 Wörter. 8.372 Wörter, das ist schon fast ein E-Book. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René vom Kanal Teach Dich. Im heutigen Video erzeugen wir einen Blogartikel innerhalb weniger Minuten und wir nutzen dazu natürlich wieder die KI-Technologie. Ich zeige dir heute ein ganz spezielles Tool, das auf deutsche Texte getrimmt ist. Es ist ein deutsches Tool, es kommt aus Hamburg und ich will gar nicht länger drum herum reden. Ich zeige dir gleich, welches Tool das ist. Ich möchte dich jetzt nur bitten, ein Like dazu lassen, einen Kommentar zu schreiben, damit das Video möglichst vielen Leuten vorgeschlagen wird. Lass uns also direkt reingehen und ich will dir zeigen, wie man innerhalb weniger Minuten einen Blogartikel schreiben lässt mit diesem einzigartigen Tool. Das Tool, was wir heute nutzen, ist Neuroflash, neuroflash.com. Es bietet unzählige Möglichkeiten, die ich dir jetzt gleich zeigen werde. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur KI-Tool-Powerliste. Das ist meine Liste mit den aktuellsten KI-Tools und dazugehörigen Coupon-Codes. Wenn du dich über meinen Link anmeldest, kannst du Neuroflash gratis nutzen und ich habe auch zusätzlich noch einen Coupon-Code, dass du 10 Euro Rabatt auf den Basic-Plan im ersten Monat bekommst. Also schau in die Videobeschreibung und melde dich an. Was bietet denn das KI-Tool Neuroflash? Das zeige ich dir jetzt. Du siehst hier unten schon Bitburger, Telekom, Liebschau und Pracht. Das sind die großen Firmen, die auch mit Neuroflash arbeiten, die ihre Blogartikel erstellen lassen, die von dieser KI auch Werbeanzeigen erstellen lassen. All das ist nämlich möglich mit Neuroflash. Also wir loggen uns ein. Du siehst, das ist sehr schön aufgeräumt, das ist super strukturiert, es ist nicht viel Schnörkel dran. Oftmals ist es bei den Tools so, dass du erschlagen wirst von den Möglichkeiten. Hier ganz klar auf den Punkt. Ein KI-Texter, da hast du verschiedene Möglichkeiten, Texte erzeugen zu lassen. KI-Bilder, Text-to-Image sozusagen, also Texteingabe und Bild kommt hinten raus, auch mit KI. Und ein KI-Tester, hier kannst du zum Beispiel Marketing-Texte, YouTube-Skripts etc. alles Mögliche erstellen lassen. Das schauen wir uns heute aber nicht an, das machen wir beim nächsten Mal. Und du kannst hier auch eigene Avatare erstellen. Also sehr übersichtlich, aber sehr, sehr powerful, hätte ich fast gesagt. Also sehr mächtig das Ganze. Wir gehen auf KI-Texter und klicken einmal drauf. So, KI-Texter, du kannst jetzt ein neues Dokument erstellen. Da hast du verschiedene Möglichkeiten, dir KI-generiert Texte erstellen zu lassen. Wir klicken aber hier rechts auf Neuer Blogartikel. Du brauchst nur ein Thema, hier steht es schon, und dann startet die KI und schreibt dir einen Blogartikel. Ich klicke drauf. In welcher Sprache willst du schreiben? Du hast verschiedene Sprachmöglichkeiten. Das Schöne ist, dass hier jetzt wirklich Deutsch auch mal auszuwählen ist. Es gibt ganz viele Tools, die nur englische Texte erzeugen, keine deutschen Texte oder schlechte deutsche Texte. Neuroflash erzeugt vernünftige deutsche Texte. Ich werde dir das jetzt zeigen. Wir klicken hier einmal auf Bestätigen. Worüber willst du schreiben? Hier steht schon Brotbacken. Nehmen wir das doch einfach mal. Ich will übers Brotbacken einen Blogartikel schreiben. So, wir klicken auf Weiter. Wie lautet der Titel? Wähle einen Titel oder schreibe deinen eigenen. Er schlägt jetzt auf der rechten Seite Blog-Titelideen vor. Das dauert 12 Sekunden, 10 Sekunden. Und jetzt siehst du schon, die KI hat verschiedene Titelideen. Und wir nutzen oder wir suchen uns jetzt den besten Titel aus und klicken den an und dann wird er eingefügt. So gelingt das perfekte Brot. Alles klar, ich klicke drauf. Das ist also unser Blog-Titel. Weiter. Erstelle eine Gliederung. Jetzt erstellt die KI eine Gliederung für uns und wir können uns easy zurücklehnen und warten einfach, bis die KI unsere Gliederung für unseren Blogartikel erstellt hat. Nach wenigen Sekunden ist die KI fertig. Unsere Bloggliederung steht hier auf der rechten Seite. Eine Bloggliederung, die wir nutzen können, entweder die obere oder die nächste. Wir können uns verschieden aussuchen. Also sieht sehr geil aus, ein Fazit am Ende, Zusammenfassung und so weiter. Ich klicke das einfach an. Und schon ist unsere Bloggliederung fertig und wir haben sie übernommen. Du kannst es hier noch anpassen, du kannst es auch später noch anpassen, aber das gefällt mir so ganz gut. Und ich sage einfach, erstelle mir doch mal den Blogpost und klicke hier drauf. Die sogenannte magische Feder erstellt jetzt einen Blogpost. Und Tipp, Duplicated Content, nein, unsere Texte sind zu 99,5% einzigartig. Bei der KI ist es ja so, dass sie nicht Texte aus dem Internet kopiert, sondern sie lernt anhand der vielen Daten, die sie hat. Neuroflash basiert auch auf GPT-3, soweit ich das gelesen habe. Also genauso wie ChatGPT auch auf GPT-3 basiert. Nach circa einer Minute ist der Blogartikel fertig geschrieben und wir können jetzt zum Editor gehen und können uns den Blogartikel anschauen und können ihn vielleicht umschreiben oder anpassen, wie uns das eben gefällt. So gelingt das perfekte Brot. Wir lesen das mal ganz kurz an, um zu testen, ob das in Ordnung ist, ob das rund klingt.
Willkommen in meinem Blog über das Thema So gelingt das perfekte Brot. Hier geht es rund um das Thema Brotbacken. Hier ist dann die Einleitung. Das liest sich sehr, sehr gut. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, hier noch Bilder einzufügen. Also du gehst hier auf die rechte Seite auf Bildersuche und suchst Bilder, lizenzfreie Bilder. Je nachdem, welchen Plan du hast, welchen Plan du bezahlst, kannst du hier lizenzfreie Bilder suchen, kannst sie einfügen und hast gleich einen Blogartikel mit schönen Bildern drin. Zum Beispiel von einem frisch gebackenen Brot. So, Vor- und Nachteile beleuchtet er. Warum ist das so wichtig? Also du kannst jetzt reingehen, kannst es verändern, aber wir lassen es einfach mal so. Wir scrollen nach unten und du siehst, wie viel er geschrieben hat. Das ist ein riesengroßer Blogartikel. Fazit, leicht gemacht. Brotbacken zu Hause kann eine echte Herausforderung sein. Also das liest sich wunderbar, wundervoll. Und jetzt gehen wir nach unten und schauen mal. 55.000 Zeichen, 8.372 Wörter. 8.372 Wörter, das ist schon fast ein E-Book. Also man sagt immer, ein E-Book soll 10.000 bis 15.000 Wörter enthalten. Das ist ein riesen Blogartikel. Und wenn du diesen Blogartikel eben auf deine Website packst, machst noch ein paar schöne Bilder dazu, dann hast du ja einen echten Mehrwert. Du solltest dir alles durchlesen. Du solltest es vielleicht hier und da ein bisschen anpassen und nicht 1:1 verwenden. Es dauert keine 5 Minuten und du hast einen komplett fertigen Blogartikel. Was machen wir jetzt mit dem Blogartikel? Du kannst den auch verkaufen auf so Seiten wie Upwork oder Fiverr. Das machen aktuell natürlich sehr, sehr viele Menschen. Und von daher empfehle ich dir doch, den Blogartikel auf deine eigene Website zu packen, eine eigene Website aufzubauen, einen eigenen Blog aufzubauen und hier Mehrwert zu liefern. Und wenn du damit Geld verdienen möchtest, eventuell noch Affiliate-Marketing mit einzustreuen und über Affiliate-Provisionen Geld zu verdienen, so wie ich das zum Beispiel auch seit einigen Jahren mache. Wenn du das Blogschreiben sowieso schon als Dienstleistung anbietest oder es anbieten möchtest, ist das eine riesen Arbeitserleichterung und erspart dir wahrscheinlich 80% deiner Zeit. In der Videobeschreibung findest du den Link zu meiner KI-Tool-Powerliste. Da drin sind auch Coupon-Codes für Neuroflash. Schau dir das Tool unbedingt mal an. In den nächsten Videos werden wir auch noch verschiedene andere Möglichkeiten beleuchten, wie du Neuroflash nutzen kannst für dein Online-Business oder um dir ein Online-Business aufzubauen. Schau dir jetzt unbedingt das Video an, was ich dir hier verlinke. Da geht es um das Thema Online-Geld verdienen mit KI-Tools. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.